Ich habe eine Art Vorschlag und der lautet wie folgt. Dass, bevor wir uns entscheiden, entweder den Planeten zu retten oder ihn zu zerstören, sollten wir für einen Moment der Stille innehalten. Ich meine nicht diese Art von grimmiger Stille, die man wahrnimmt, wenn jemand sagt, dass eine berühmte Person gerade gestorben ist. Wir legen eine Schweigeminute zu seinen Ehren ein und alle haben sehr ernste Gedanken und Stirnrunzeln. Das ist überhaupt kein Schweigen. Ich meine wirkliche Stille, in der wir aufhören zu denken und die Realität so erleben, wie sie ist. Denn wenn ich die ganze Zeit rede, kann ich schließlich nicht hören, was jemand anderes zu sagen hat. Und wenn ich die ganze Zeit nachdenke, und damit meine ich konkret deine Selbstgespräche, die Stimme in deinem Schädel, wenn ich die ganze Zeit nachdenke, habe ich nichts, woran ich denken kann, außer Gedanken. Ich bin also nie mit der realen Welt in Kontakt. Was ist nun die reale Welt? Einige Leute haben die Theorie, dass die reale Welt materiell oder physisch ist. Ich meine, sie besteht aus einer Art Stoff. Andere Leute haben die Theorie, dass die reale Welt spirituell oder geistig ist. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass diese beiden Theorien von der Welt nur Konzepte sind. Sie sind Konstruktionen aus Wörtern. Und die wirkliche Welt ist keine Idee. Sie besteht nicht aus Worten. Die Wirklichkeit ist... Du wirst daher finden, dass, wenn du mit der Realität zurechtkommst, alle Arten von Illusionen verschwinden. Und ich werde einige Illusionen erwähnen, die nicht diese Art von Existenz haben. Beginnen wir mit einigen sehr bodenständigen Dingen, wie Geld. Geld ist eine sehr nützliche Methode der Buchhaltung. Es ist ein Maß des Reichtums. Auf die gleiche Weise wie Zentimeter Längenmaße sind und Gramm Gewichtsmaße. Geld kann man nicht essen. Du könntest eine fantastische Menge an Dollarscheinen und Aktienzertifikaten haben. Auf einer einsamen Insel wären sie für dich nutzlos. Was du bräuchtest, wären Nahrung und Tiere und Gesellschaft. Geld repräsentiert Reichtum ganz einfach auf die gleiche Art und Weise, wie das Menü das Abendessen repräsentiert. Nur, wir sind auf solche Weise psychologisch pervertiert, dass einige von uns lieber Geld als wirklichen Reichtum haben würden. Aber du weißt, dass man nicht in 5 Autos gleichzeitig fahren kann, auch wenn es Cadillacs sind. Man kann nicht gleichzeitig in 6 Häusern wohnen oder 12 Rinderbraten in einer Mahlzeit essen. Es gibt eine Grenze dessen, was man konsumieren kann. Das ist also eine der Verwirrungen, von denen ich spreche. Eine andere ist, dass wir uns selbst als lebende Organismen verwechseln. Mit unserer Vorstellung von uns selbst, das heißt, mit der Vorstellung von uns selbst, die sich Persönlichkeit oder Ego nennt. Wir, das ist es, was man uns gesagt hat, was wir sind. Und das ist eine extrem grobe und begrenzte Vorstellung von sich selbst.
des tatsächlich einzigartigen lebenden Organismus. Und wir werden unglücklich, weil wir so über uns selbst denken, weil wir glauben, dass ich sterben werde. Ich habe einmal mit einer Frau gesprochen, die zu mir kam und sagte, dass sie Angst vor dem Tod hat. Und in einem langen Gespräch fragte ich sie, wovor hast du wirklich Angst? Und sie überlegte es sich und dachte nach und sagte, weißt du, wovor ich Angst habe, ist, was andere Leute sagen werden. Sie werden sagen, arme alte Lady, sie konnte nicht durchhalten. Du siehst, wer du denkst, dass du bist, ist komplett davon abhängig, was andere Leute dir gesagt haben, dass du bist. Das bist nicht du. Dann eine andere Sache, die uns stört, ist Zeit. Die meisten Leute sagen heutzutage, ich habe keine Zeit. Natürlich hast du keine. Weil du dir der Gegenwart nicht bewusst bist. Du weißt, die Gegenwart wird auf deiner Uhr repräsentiert von einer haarliniendünnen Linie, die so dünn ist wie möglich, gerade noch sichtbar. Und so denkt jeder, die Gegenwart ist, anstelle von jetzt ist die Gegenwart die einzige echte Zeit. Es gibt keine Vergangenheit und es gibt keine Zukunft. Und es wird auch nie eine geben. Normalerweise denken wir an die Gegenwart als einen Infinitesimalpunkt, zu welchem Zeitpunkt die Zukunft in die Vergangenheit übergeht. Und wir tun nun auch etwas Schreckliches. Wir stellen uns vor, wir wären Ergebnisse der Vergangenheit. Und wir schieben uns die Verantwortung immer wieder zu, wie als Gott sich Adam im Garten Eden näherte und sagte, hast du von den Früchten des Baumes gegessen, wovon ich dir sagte, du sollst nicht essen? Und Adam sagte, diese Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich in Versuchung geführt und ich habe gegessen. Und Gott sah Eva an und sagte, du hast von den Früchten des Baumes gegessen, von denen ich dir sagte, du sollst sie nicht essen? Und sie sagte, die Schlange hat mich betört und ich habe gegessen. Und Gott blickte aus dem Augenwinkel auf die Schlange sagte nichts. Sie sehen also, dass wir immer den schwarzen Peter weitergeben. Sie merken nicht, dass die Vergangenheit durch die Gegenwart verursacht wird. Wie das Kielwasser eines Schiffes von der Fahrt zurückströmt. Nun treibt das Kielwasser das Schiff nicht mehr an, wie der Schwanz mit dem Hund wedelt. Aber wir haben alle Ausreden. Meine Mutter hatte einen Anfall, während sie mich im Mutterleib trug. Sie haben mich nicht richtig erzogen und dann gehen sie zur Mutter und sagen, wie kommt es, dass du so verantwortungslos mit deinen Kindern umgehen konntest? Und sie sagte, meine Eltern haben mich auch nicht richtig erzogen, also schieben alle den schwarzen Peter weiter, aber in Wahrheit fängt alles hier an. Hier fängt die Schöpfung an. Und du tust es und willst es nicht zugeben. Denn natürlich seid ihr alle Gott in Verkleidung. Jesus hat das herausgefunden und sie haben ihn gekreuzigt, weil er das gesagt hat. Man würde sagen, dass dies für westliche Menschen und insbesondere für Amerikaner eine sehr merkwürdige Sache ist, die sie verstehen müssen, weil wir so auf die Zukunft fixiert sind. Wenn wir sagen, wir wollen etwas ablegen, sagen wir, es hat keine Zukunft. Hast du eine? Es ist viel besser, eine Gegenwart zu haben. Denn sonst ist es sinnlos, Pläne zu machen. Denn wenn es klappt, wirst du nicht da sein, um sie zu genießen. Du wirst an etwas anderes denken. Also merken wir nicht, dass wir im Jetzt leben und die Vergangenheit hinter uns lassen müssen. Thank you.